ganz offensichtlich. Ich bin auch ganz froh, dass Lula Pena heute Abend hier ist. Wir haben zu danken dem Förderer Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, die das kurzfristig ermöglicht haben. Wir haben das Anfang des Jahres beantragt, diese kleine Reihe wieder zu machen. Und da der Landeshaushalt ja irgendwie so ein bisschen mühsam auf die Beine gekommen ist in diesem Jahr, haben wir schon nicht mehr damit gerechnet. Und dann haben die uns Mitte Mai, komischerweise vor der Haushaltsverabschiedung, doch dieses Geld bewilligt. Und ich hatte dann Lula weg auf dem Schirm, habe aber lange nichts gehört, ob das klappt. Und dann kam ganz kurzfristig, es würde wohl klappen. Da war sie gerade, hat sie das von ihrer Agentur erfahren, war auf dem Weg in ein altes Haus irgendwo nordöstlich von Lissabon und war auch nicht erreichbar von der Agentur und hat das dann gestern Abend, als sie wieder online war zum ersten Mal, hatte sie das Ticket, das Ticket bekommen von der Agentur und hat sich dann irgendwie sozusagen pflichtschuldig in den Flieger gesetzt, um hier hinzukommen. Also noch eine schöne Kleinigkeit, die es zu berichten gibt, ist, ich weiß nicht, ob das alle wissen, die hier drin sitzen, der Bauwagen ist letztes Jahr als ein Projekt vom Netzwerk Improvisierte Musik MERS hier zum ersten Mal mit dem Nachtstimmenprogramm gespielt worden im Rahmen von der Local Heroes Woche in MERS. Und NIM ist eigentlich sowas wie das Education- oder Musikvermittlungsprogramm vom MERS Festival. Wir machen immer in der Woche vor dem MERS Festival Projekte in den Mörser Schulen. In dieser jetzt vergangenen Woche oder morgen ablaufenden Woche auch wieder für ungefähr 1200 Kinder und Jugendliche, die Kindertheater gesehen haben von einer ganz tollen, sehr poetischen Gruppe aus Brüssel. Und ein ganzer Pool von Musikern, von denen auch zumindest einer heute Abend hier ist, die gehen in die Schulen und machen kreativ Musik mit den Kindern, erfinden Musik, machen irgendwie Klangforschung, so wie das unser Improviser in Residence hier auch immer wieder in Schulprojekten macht. Und heute Morgen war ein totales Highlight, weil die waren in der Hilde-Heinemann-Schule, das ist eine Förderschule für geistliche Entwicklung. Das ist eine ganz tolle Schule für alle Mörser, die das interessiert. Da gibt es eine Schule, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, weil die ja so ein bisschen außerhalb des normalen Schulsystems stattfindet und man selten wenige Leute haben Kinder, die dorthin gehen. Und es ist eine unheimlich tolle Schule. Die Dozenten kamen total überglücklich zurück, weil sie begeistert waren von der Emotionalität und Direktheit von den Kindern, von dem, wie die mitgehen, von dem, wie viel da zurückkommt, wenn man mit denen Musik macht und wenn man für die Musik macht auch. Der Dozent, der mir das gerade nochmal erzählt hat, war den Tränen, als er das erzählt hat. Und ich kam auch da raus und bin geflogen irgendwie. Also es war ein ganz toller Tag für uns heute. Und wir sind jetzt froh, dass er auch ein ganz tolles Ende finden wird. Und ich wünsche allen, die noch länger bleiben als heute, ein schönes Festival. Bist du? Are you there? Yeah. Entschuldigen Sie bitte.